Er ist gerade mal 19 Jahre alt und seit 5 Jahren in Deutschland und hat den deutschen Staat bereits über 5 Millionen Euro gekostet. Sein Name? Ayman N. Das Problem? Er gilt als Terrorgefährder und wird deshalb rund um die Uhr von der Polizei überwacht und das seit Jahren. Die ganze Sache mit der Polizei nervt. Das sagt der 19-jährige Ayman N. aus Syrien, als ihn ein Bildreporter am Montag an der Tür seiner Asylunterkunft in Sachsen-Anhalt anspricht. Tja, die ganze Sache mit der Polizei nervt sicher nicht nur den jungen Syrer gewaltig. Sie hat den Steuerzahler bisher bereits über 5 Millionen Euro gekostet. Der Syrer gilt als potenzieller Terrorist, könnte Anschläge planen. Geht Ayman N. einkaufen, folgen ihm 4 Zivilpolizisten mit 2 Autos. Kehrt er in seine Unterkunft zurück, parken die Beamten neben dem Haus, auch nachts. Und das alles seit Dezember 2017, jeden Tag. Das sind über 95.000 Einsatzstunden. Wir fragen uns, warum bitte ist dieser Mann nicht in Haft? Ja, und über dieses Thema möchte ich jetzt sprechen mit Christoph de Vries, mir nun zugeschaltet, CDU-Innenexperte. Guten Abend, Herr de Vries. Nicht guten Abend, guten Tag natürlich noch am Mittag. Ja, wir haben es gerade gehört, über 5 Millionen Euro vom Steuerzahler sind dafür jetzt schon draufgegangen. Und man muss sich ganz ehrlich fragen, was läuft da schief? Also ich glaube, zunächst einmal muss man sagen, die Sicherheit unserer Bürger in Deutschland darf keine Kostenfrage sein, sondern es ist die Aufgabe eines starken, verantwortungsvollen Staates, alle rechtsstaatlichen Instrumente zu ergreifen, die dafür notwendig sind, um die Sicherheit herzustellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, einmal vorweg zu sagen. Ja, aber gibt es da nicht eine andere Lösung als jemanden, der als Gefährder gilt, der vielleicht ein Terrorist in Zukunft werden könnte, anders zu behandeln, als ihn einfach nur zu bewachen? Könnte man ihn nicht dafür schon in Haft nehmen? Was könnte eine Lösung sein, um eben nicht so viel Steuergelder dafür aufzubringen? Ja, ich glaube, Sie sprechen die Alternativen, die wir haben, an. Wir haben ja im letzten Jahr auch rund 32 Gefährder abgeschoben in die Länder. Dafür müssen natürlich die Voraussetzungen erfüllt sein. Wir haben andere Möglichkeiten der Überwachung. Das gilt aber für jeden Einzelfall. Das Problem bei den Gefährdern ist ja, dass man die als Person definiert, dass es Tatsachen gibt, die zur Annahme leiten, dass sie eine schwere Straftat vorbereiten könnten. Aber sie haben es eben noch nicht getan. Deswegen ist die Handhabe in der Praxis nicht ganz so einfach. Ich glaube am Ende, das ist sehr aufwendig und teuer, aber keine Sicherheitsbehörde in Deutschland möchte sich den Vorwurf gefallen lassen, dass es zu Anschlägen kommt, wo man diese Überwachung nicht gemacht hat, wenn man sie für notwendig befunden hat. Also kurzum, es ist teuer, aber es ist wirksam und es ist auch notwendig an der Stelle, ist meine Meinung. Wie viele Fälle wie diesen von Ayman N. gibt es denn in Deutschland? Können Sie das ungefähr sagen, bei wie vielen Menschen wir tatsächlich so viel Geld dafür aufbringen? Sie sagen es, es geht natürlich um unsere Sicherheit, aber dennoch, ja. Bei wie vielen ist das ungefähr der Fall hier? Also wir haben insgesamt eine Anzahl von Gefährdern in Deutschland, die ja rückläufig ist. Es waren im letzten Jahr rund 880 knapp Gefährder und relevante Personen. Wir hatten in Spitzenzeiten 2017 über 1200. Das heißt, es ist tendenziell eher eine rückläufige Tendenz, was auch damit zusammenhängt, dass die Konflikte und die Kriege in Syrien und Irak zumindest nachgelassen haben. Im Irak kann man ja sagen, dass sie weitestgehend sogar eingestellt worden sind.